Dann schon lieber Kalli und Aha-Sänger Morten, neulich zusammen in München. Twitter sei Dank. Und weil sie da gerade so schön gemeinsam twittern, jetzt bei Brisant. Aha. Sie erinnern? Kaum ein junges Mädchen, das in den 80ern nicht ein Bild von Aha mit diesem Lied mit Klebeband an ihrer Zimmerwand hatte. Take on Me war's. Der Schmuse-Sehnsuchtshit. Gern genutzt für Engtanzt. Auch so ein Relikt der Neon-80er Jahre. Jetzt sind Aha zurück nach 27 Jahren. Wir haben sie in Berlin getroffen. Aha, hätten Sie ihn erkannt? Frauenschwarm Morten und seine Kollegen Magne und Paul, unerkannt unterwegs in Berlin. Die Plattenmillionäre wohnen in einem ganz normalen Hotel. Luxus war für sie nie wichtig. Sie wollten auch nie Popstars sein, sondern mit Musik überzeugen. One huge element das war schon ganz schön schwierig für uns, dass wir immer nur als Teenie-Idole gesehen wurden. Und wenn man über uns berichtet hat, dann immer nur unter diesem Aspekt. Wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückschaue mit dem nötigen Abstand, konnten wir uns erst jetzt so entwickeln, wie wir wirklich sind. Seit ihrem Durchbruch 1985 füllen Aha weltweit die großen Konzerthallen. Ihre größten Fans haben die Norweger bis heute in Deutschland. Als Dankeschön drehen sie deshalb auch das Video zum neuen Lied Foot of the Mountain in Berlin. Good evening. Ihrer zweiten Lieblingsstadt, neben Oslo versteht sich. Aha-Gründer Magne hofft jetzt, dass es in Berlin hoch hergeht. Der Grund, weshalb wir Berlin für den Videodreh ausgesucht haben, ist, dass wir von all diesen Bergen gehört haben. Und deshalb sind wir jetzt hier, um das Video für Foot of a Mountain zu drehen. Allerdings muss ich sagen, bis jetzt habe ich diese Berge noch nicht gefunden. Aber vielleicht wird es ja heute Nacht noch was. Nervenaufreibender Nachtdreh auf einem der verkehrsreichsten Plätze Berlins. Im Video singt Morten in einem Auto. Privat ist er kein PS-Fan. In Norwegen engagiert er sich für Umwelt- und Naturschutz und steigt am liebsten auf den Drahtesel. Hey, fahr vorsichtig, ja? Das ist mein Protest gegen all diese sinnlosen Energieverschwendungen. Also, mir wäre das jetzt aber zu anstrengend. Aus den Teenager-Idolen der 80er sind Familienväter um die 50 geworden. Morten Harket ist sogar fünffacher Papa. Trotzdem ist der Herzensbrecher manchmal noch schüchtern. Wenn ich eine Frau toll finde, kann ich schon schüchtern werden. Auf der anderen Seite bin ich auch ein sehr neugieriger Typ. Naja, eigentlich bin ich doch nicht sehr schüchtern. Jetzt wollen sie aber erst einmal wieder weltweit ihre Fans erobern. Im Herbst startet die große Aha-Deutschland-Tournee.